Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Jump World auf der Map Zombies und Maudado Stream von Ratsobi, natürlich mit Zombie passend zum Mapnamen. Ach, Dream, ich habe Stream verstanden. Stream? Dream, habe ich mal wieder falsch vorgelesen oder unverständlich. Willkommen bei meinem Jump'n'Run. Dieses Jump'n'Run ist für Zombie und Maudado. Trotzdem viel Spaß. Hä? TZD? Was heißt TZD? Trotzdem? Trotzdem, ja. Zombies Jump'n'Run. Ja, falls es jemand anders liest, außer uns, weißt du? Sorry, ihr seid beim Spielen zusammen eingeschlafen und befindet euch in einem verrückten Traumwelt. Ihr durchquert diese und nun und habt hoffentlich viel Spaß. Es fing mit einem Zylinder an, also hört es mit einem auf. Ah, wir standen auf einem Zylinder? Ah, mit einem Schneckchen drauf. Ja, mit einem Schneckchen mit Schnurrbart. Okay, haben wir wieder getrennte Wege. Oh nein, ich habe einen schweren Sprung nicht geschafft. Oh, ich hab einen Turm, was hast du? Haben wir selber? Ich hab einen Baum. Ah, ich hab einen Turm, wobei ich einen Baum irgendwie cooler finde. Was muss ich machen? Ich muss auf den Schleimblock springen. Ich auch. Zack. Und ich habe ihn nicht getroffen. Vorbei. Ich auch. Ich bin komplett dran vorbeigesprungen. Schon wieder? Bin ich zu hoch? Warte mal. Ich probiere es mal anders. Ah, okay. Okay, hab's. Hallo. Oh Gott sei Dank. Schaut nach. O-Saft holt euch ab. Schaut nach, O-Saft holt euch ab. Okay. Achso. Oh, ist hier nicht ein Checkpoint irgendwo? Hier ist auch nichts, wo man runterfällt. Okay. Ja, auf meinem Turm war kein Checkpoint. Ich sehe, bei deinem Baum war ein Checkpoint. Ja. Warum kriege ich keinen Checkpoint? Map-Ersteller. Hast du nicht verdient? Hier oben ist einer. Ja, dein Schneckchen hat einen Schnurrbart. Und sehr buschige Augenbrauen. Das liegt bei mir ultra im Schatten. Ja, bei mir auch. O-Saft ist hier, um euch in die Wolkenwelt zu bringen. Ja. Bewegt euch auf dem Mast, um die Reise fortzusetzen. Hier lang. Oh. Guck mal, das hat O-Saft lang. Das Schiff. Oh. Und O-Safts Gesicht auf der. Oh. Auf dem einen. Keine Ahnung, ich habe vergessen, wie es heißt. Segel. Genau, Segel. Das ist das Wort, was ich. Mir das Wort auch schon fast ausgeredet. Segel. Aber war Segel. Das Plan? Ja, ich lasse Zombie vergessen. Das ist eine Traumwelt und meine Aufgabe ist es, Zombie immer mehr aus seinem Leben vergessen zu lassen. Oh nein, du tötest mich in meinem Traum und ich sterbe im echten Leben? Ja, richtig. Rekt, oh no. Sag ich da. Rekt. Oh, guck mal. Wolke zeigt euch den Weg an. Folgt ihnen, um aus dem Traum zu kommen. Guck mal, du musst sogar entkommen. Naja, ich auch. Aber. Oh nein, Maudado will mich umbringen. Ah. Ich kann nur einer lebend aus dem Traum rauskommen. Oh, du hast eine Insel zum Umsehen. Checky. Ich will die Insel zum Umsehen. Auf dieser Insel ist nicht viel. Wir können wieder zurück. Ja, in Gedenken an Mr. Moore. Eine goldene Throne. Checky. Hier geht's weiter. Okay, rechts ist nix. Ja, da ist eine goldene Mr. Morgan-Krone. Ein Easter Egg. Ein Osterei. Wir träumen von Mr. Morgans Krone. Ja, stimmt. Heute ist ja wirklich Ostern. Gestern war es ja noch gar nicht, als die andere Warum Folge hat meine war. Mutter mir dann ein WhatsApp gestern geschrieben? Oder ist heute doch... Nee, obwohl... Heute ist Sonntag. Heute ist Ostersonntag. Dann wahrscheinlich. Ach so, ja, heute ist Sonntag. Ostersonntag, dann kommt Ostermontag. Gibt es einen Ostersamstag? Ich glaube nicht. Es gibt noch irgendwas, am Donnerstag war noch irgendwas. Nee, am Freitag war irgendwas, aber ich weiß nicht was. Aber okay, es war kein Feiertag. Ich habe meine Mutter heute in WhatsApp geschrieben. Nein! Ach man, ich öffne in letzter Zeit immer wieder mein Inventar in Sprüngen. Das ist richtig doof. Okay, warum das denn? Ja, neue Tastatur. Oh, das ist die Manu. Oh, die habe ich eigentlich schon länger. Oh, es ist Manu Tor? Wir würfeln Blitzen. Ja, er hat keinen Hammer. Ach, jetzt habe ich auch den Namen vergessen, Leute. Das ist ja richtig peinlich. Wie ist der griechische Gott? Unten? Wie ist dieser griechische Gott, der Blitze werfen konnte? Genau, Zeus. Alter, die Folge heißt Zombie verbessert Maudado. Ja, Zombie ist... Hä? Ach so, oder Schleimblock. Du kannst sie aussuchen. Rechts, links oder Schleimblock? Alter, Schleimblock ist auch cool. Aber im Schleimblock weg kriegt man keinen Checky. Okay, und aber dahinter ist ein Checky. Okay. Ein Wolkendrache, über den du gerade gelaufen bist. Oh, ein Wolkendrache. Und guck mal, da ist ein Regenbogen mit... Soll das ein umgekehrter Zylinder sein? Zylinder, ja. Achso, okay. Ich habe erst gedacht, das soll der Topf sein.
Hey, was? Leicht, schwer. Es gibt nur einen Weg. Ja, keine Ahnung, vielleicht wollte er markieren, welche Sprünge schwer sind und welche nicht. Ja gut, das ist auch ein Traum hier, ist alles komisch. Verrückter. Achso, das ist irgendwie... Was geht hier vor? Eine Achterbahn im Himmel? Ich habe nichts mehr zu sagen. Oh. Ich auch nicht. Ach, da fährt jemand mit Achterbahn. Bin das ja. Ich? Wer ist das? Das könntest du sein. Das hat einen Zylinder auf. Aber vielleicht ist auch hier irgendjemand anderes. Mit Zylinder. In der Achterbahn. Zylinder muss man, glaube ich, abziehen in der Achterbahn. Auf die Schiene. Die darf man gar nicht anhaben. Ja, ich passe auf meine Hüte auf. Liegen wir nicht runter. Ich glaube, du wirst bald aus dem Freizeitpark rausgeworfen. Anscheinend geht es in einen kleinen Palast. Ui. Ui. Oh. Ach, oh. Das ist echt schön gebaut, muss ich sagen. Guck mal, da bin ich auch. Warte, ich gehe erst auf den Heißluftballon. Ja, da oben sehen wir es dann. Oh, der Heißluftballon ist auch richtig schön gebaut. Achso, wir fahren beide? Ja. Ui, und du wackelst mit den Armen. Du auch. Ach, das ist echt hübsch. Das ist süß gebaut. Sehr süß. Warum steckt ihr so viel Mühe in sowas rein? Ja, Leute, seid ihr verrückt? Ja. Ich habe gar nicht die Lust drauf. Ach, Mo, dadurch wird sterben. Nee. Hüpp. Zack. Leben erneuern. Oh, das ist echt hübsch. Ja, ich kann es verstehen, warum man sowas macht. Hä, hey, aber dieser Tempel ist so richtig übertrieben. Ja gut, also es macht ja Spaß, in Minecraft Sachen zu bauen, so ist es ja nicht. Und Spaß am Bauen hat. Wir waren ja nicht dabei gequält. Doch, wir werden die ganze Zeit nebenher, keine Ahnung, müssen sie heiße Kohlen halten. In der rechten Hand, während sie mit der linken Hand beides machen müssen. Maus und Tastatur. Bist du? Ah. Ach nee, da war irgendwas, was man angucken konnte, oder? Hinter dir ist Cracky. Ja, Wintercracker mit dem Luftballon. Ach, der war da schon? Ach ja. Wenn du ihn nur an der anderen Seite anguckst, siehst du die 1 sogar auf seinem Rücken. Ja, Wintercracker ist halt die Nummer 1. Was? Ich weiß es auch nicht genau. Ich hab's geschafft. Blau, so zack und und dann ins Wasser. Ja. Kreativität war ein cooler Traum. Sehr gut. Sehr schön. Ihr seid durch den Zylinder gefallen und aufgewacht. Es war nur ein komischer Traum. Das ist das Ende dieser Map. Danke fürs Spielen. Die Dauer dieser Map hatte ich nicht im Blick. Zu viel zu tun. Dann heißt es 8 Stunden. Wenn ihr es nicht wisst, 8 Stunden. Es wäre schön, wenn ihr euch alles nochmal genauer anschaut. Lasst bitte eine ehrliche Bewertung da. Okay, warte, wo komme ich hier? Ich schaue mir den Cracky an, der in einer coolen Pose da steht. Hier lang? Könnte auch ein roter Streitkolben sein, voller Blut, den er schwingen will. Ach, so kennen wir Wintercracker. Ja, einfach den Gang entlang, wo du... Ja, ich bin schon da. Die Achterbahn will ich mir nochmal angucken. Die Achterbahn, ja, ich habe mein eigenes Gesicht gar nicht gesehen. Ich seh's. Ich habe ein Menükel. Und Manu. Und ein Schild auf dem Kopf. Ach, das ist alles verbirgt so wohl unter Zombies Zylinder. Haben wir das O-Saftschiff. Hallo, du musst gucken, was sich in meinem Zylinder versteckt. In welchem? Du hast so viele. Bei der Achterbahn. Ach so, warte. Da waren wir doch gerade. Da lese ich da was vor und du bist schon, was weiß ich. Ja, ich bin gerade bei O-Saft. Der beleidigt mich hier gerade. Okay, ich komm. Wusch. Ja, was verbirgt sich in Zombies Zylinder? Eine gute Frage. Und es verbirgt sich ein kleinerer Zylinder. Und was ist in dem Zylinder? Gar nichts, weil in Minecraft kein Platz mehr ist, Uni. Hat mir sehr gut gefallen. Manus Kopf kann man auch rein. Oh, zu spät. Hey, der hat gesagt, bitte schau dir alles genauer an, Manu. Ich hab alles nochmal angeguckt. Ja, siehst du, hast du in Manus Kopf reingeguckt? Ich weiß nicht, Zombie, ob ich wissen will, was in Manus Kopf los ist. Da war nur ein Thron drin, keine Ahnung warum. Ja, Mr. Moore wohnt in Wirklichkeit in Manus Kopf und kontrolliert ihn. Ja, ja. Maudado und Zombie Biome. Nee, Biome-Dinger hatten wir schon so häufig. Training mit Maudado und Zombie. Oh, ich ahne Schlimmes. Training? Ich ahne Schlimmes, ja. Jump'n'Run-Training wahrscheinlich. Ah, nee. Willkommen auf der Map. Trainieren mit Maudado und Zombie von Fitchspawn.
Bauzeit 8 Stunden. Wieso? Das weiß ich nicht. Story. Vollende das Training von Maudado und Zombie. Dazu müsst ihr 4 Aufgaben meistern. Wenn ihr bereit hier, wenn bereit hier in das Portal. Als erstes Maudados Schilder lest. Ach nein. Ach, ach man, diese Blöcke davor sind, machen es richtig kaputt. Ja. Ihr hättet das so bauen müssen, dass da nichts davor ist. Das macht es viel besser. Zombie, wieso schweben wir in der Luft? Und wer sind diese Leute da? Keine Ahnung, wieso wir schweben. Naja, trainieren wir halt weiter, okay? Obwohl, hey ihr, wollt ihr mit uns trainieren? Ja klar! Aufgabe 1, gelangt zum Maudado. Hübsche hellblaue Nippel hast du da. Danke. Ist das denn ernst? Eis? Geschafft man gar nicht von der. Ich bin ein Checker. Nice. Ach doch. Nice gecheckt. Ah. Ich hab gedacht, da wären Seerosen drauf. Sind's aber nicht. Nee. Glaube ich, check es. Was checkst du? Dass du ein Checkerle bist? Oh Gott. Und bitte zack. Nicht noch ein zweites Isaac. Nee, sind ja nur 4 Aufgaben und nicht 100. Bei Zombie kam eine Jump World Folge. Mit einer Map, die Folge 50 Minuten. Ich kann es nicht mehr nennen, das war ein Jump World Kinofilm. Ja, richtig. Und teilweise mit echt fiesen Sprüngen, aber sie war eigentlich nett gebaut. Nee. Oh. Maudado. Achso, gut gemacht. Werfen wir die Enderperle nun auf die Stelle zwischen meine Augen. Okay, ja, Zombie, schmeißen wir die Enderperle. Ach, hier kann man einen guten Screen machen. Zwischen meine Augen. Ja, mache ich das später genau. Noch. Auch von dir kann man hier auch sehr gut. Ein Screen machen, guck mal auf dich. Ja. Ja, pumpen bin ich. Aufgabe 2, gewinne die Ender Games. Testosteron! Gewinne die Ender Games, okay. Wähle das Katzenkind. Denn ich liebe Katzen. Jackie. Jackie Chan, was? Tut mir leid, ist nicht die schönste Katze geworden. Was, ist eine Katze? Oh nein, ein Eisengolem-Kitzen, das ist eine Maudado-Katze, du bist doch orange und grün. Ach so, ja, aber O-Saft ist auch orange und grün. Ja, aber das kommt ja durch, dass du deinen Skin orange gemacht ja, hast. Ja, aber mein Skin ist ja auch ein O-Saft-Fanskin. Ja. Dann muss die Katze. Fanboy. Maudado-Sachen müssen immer blau sein. Warum springen wir denn nicht auf die Arme dem Eisengolem? Weiß ich nicht. Oh nein, der letzte Gegner ist ein ein Enderman-Kit. Gut gemacht. Nun bist du im Finale. Da wir nur zu dritt in der Runde waren. Ach, guck mal. Oh, ich musste dem ins Herz schießen. Wirf die Enderperle auf sein Erz. Okay. Feuer! Nun gut. Du hast noch 2 Aufgaben vor dir. Aufgabe 3, klettere Janis Schnur hinauf. Oh. Ah. Immer dieser Horrorsprung. Den müsste ich aber mittlerweile können eigentlich. Ja. Ach nee, ich habe einfach Moment. Ach, das finde ich aber schön. Das macht solche Let's Plays viel wertvoller für mich, wenn ich dann solche Sachen gebaut kriege. Das ist so. Puh. Weil das Video hat einfach richtig wenig Aufrufe eigentlich. So ein Projekt meistens. Ja, die Spiele, die man am meisten mag, die werden nie angeguckt. Genau. Und dann denkt man eigentlich auch, keiner mocht das, aber dann kommen die coolsten Sachen daraus. Ich habe auch richtig viele coole Fanarts dafür bekommen. Hier, Ori and the Blind Forest hatte auch einfach gar keine Aufrufe. Das aber die alle mir blind hat Spaß waren. Gemacht. Von Ori gibt es eine Remastered Edition, ne? Ja, ich weiß. Ich wollte es irgendwann nochmal streamen. Irgendwann. Ja, ich schaff's nicht hochzuklettern. Wenn ich nicht mehr krank bin. Oder du? Ja? Ich schaff's nicht hochzuklettern. Ja, ich bin auch noch an keinem Checkpoint. Ich schaff's auch nicht. Aber ich komme nicht mehr bis dahin. Ja, ich bin jetzt auch runtergefallen. Jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Gianni ist ziemlich. Ach, ich muss sagen, Gianni. Also hier, Jesus. Jetzt habe ich vergessen. Unravel. Ravel, Rabul, Raval. Ja. Optisch gefällt's mir sehr gut, aber irgendwie das Gameplay ist ein bisschen langweilig. Ja, es ist immer halt schieb- und zieh-Sachen. Und ja, sehr auf dieselben schieb- und zieh-Sachen. Und es sind auch keine Rätsel. Schweren Rätsel. Ja. Ich hab's ja, keine Ahnung, ich hab jetzt, ich glaube die Bestimmt, Hälfte gespielt. Stimmt, weil EA das gepublished hat. Hat immer gesagt, das Rätsel ist zu schwer. Ja, ja. Das verstehen wir nicht.
Ich als 62-jähriger Geschäftsmann will, dass es einfach für mich ist. Gut gemacht. Noch eine Aufgabe. Dann ist das Training vorbei. Aufgabe 4. Erreiche das Ende von diesem Jump Run. Wow. Ich will lieber sterben, als das zu machen. Oh, Horo. Oh. Tipp. Ganz in die Ecke zwischen den Kisten und drück Leertaste. Ah. Hä? Modado. Ja, ich bin einmal außen rum und dann... Ja. Gratulation, du hast es geschafft. Nun bist du so trainiert wie Zombie und Maudado. Hier ist leider schon das Ende, da ich nicht wollte, dass die Map zu lange lädt. Kreativität. Ach, es war ganz lustig. Sehr gut. Sprünge. War jetzt nichts ultra krasses dabei. Und Optik, sehr gut. Dann gucken wir uns das noch an. Und dann ist auch schon Ende für die heutige Folge. Oh, machen wir noch Screens. Ja, habe ich gerade schon. Nämlich jetzt als CS-Avatar. Den hotten Zimbel. Ach, das schade ist, dass da der Schatten drauf fällt. Ich glaube, warte. Und dafür mache ich sogar hier Shader aus. Off. Off. Mann, aber du bist so ein richtiges Muskelpaket. Könntest du ein Bösewicht bei den Ninja Turtles off sein. Der Shader geht nicht aus, Zombie. Off, 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 off. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich mache hier nochmal einen Screenshot. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bisschen Schweif. Eigentlich sind Schnecken Schweif.